hallo, Dr. Haas speaking for today, für heute. Eine kleine Geschichte für euch von Dr. Haas persönlich. Es handelt sich um den Sahnekrecker, den ich gestern aus einem riesigen Anus gefischt habe. Es war und so ein Penner, der ist am Boden gelegen, hat mir gesagt, guck mal, willst du was Süßes, kriegst du was von mir. Bin ich ja noch hingelaufen, so mit der Nase geschnuppert, eben an der Anushöhle. Und zack, ist er mit so einem Sahnekrecker ins Gesicht gefahren, über die Augen geschossen. Ich war halb geblendet. Es war ein komischer Buff. Ich konnte mich auch nicht mehr bewegen für eine kurze Zeit. Hatte einen riesigen Ständer in der Hose. Und dann ist es passiert. Hab noch einen Schlagstock zücken können. Und hab versucht, mit dem Alten da ein bisschen die Haare wegzu kratzen halt mit dem Gerät. Ja, da hat er nicht so gut aufgenommen, wie ich gedacht habe. Hat sich umgedreht und mit einer Derringer, das ist eine Kanone, die wurde von oder für Kleinwüchsige gebaut, mit feministischem Hintergrund, schätze ich mal. Ja, schießt er mir das halbe Ohr weg. Habe ich erstmal gequiekt wie so eine Sau und dann ihm gesagt, ja, das war's. Jetzt hast du es geschafft. Kriegst keine Pfennig mehr von mir. Also ich habe ja eingeplant, Dr. Haas hat es gebracht, aber das war aber nicht, dass du halt einen Pfennig kriegst hier, wenn ich an dir vorbeilaufe. Da. Und du, was hast du gemacht? Hast du mir so einen Sahnekrecker ins Gesicht geballert? Direkt aus dem Arsch hinaus, habe ich gedacht. Oh, das wäre aber auch eine Zirkusnummer. Hat er gesagt, nee, ich bin doch kein Zirkusclown, du Arschloch. Hat er mir den ganzen Münzbeutel ins Gesicht geschlagen. Ich habe natürlich alles aufgesammelt und bin weggerannt. Hat mir aber den Fifi hinterher geschickt. Das war der Schäferhund von dem alten Mann. Ich glaube, der war 28. Ja, ist doch scheißegal. Ist mir der Hund hinterher gefahren. Das war ein Hund auf so Krücken. Das waren Krücken mit zwei Rädern dran. Obwohl er vier Füße hatte, waren die anderen Beine. Ja, wie Panzer haben die ausgesehen. War es ein Roboterhund, glaube ich. Kann ja sein. Ist mir hinterhergelaufen. Hat sich auch so angehört wie bei Robocop hier, der ganz große. Wenn er so läuft, dann macht er Ping, Ping, Ping. Kennst du das ja aus dem Film. Ja, ist mir der Roboter Hund hinterher. Ich glaube, der hieß auch Greta dann eher. Ich habe mich gefragt, ob der hier aus Griechenland kommt, aber die hat er beneint, der Hund, mit seiner Tierstimme. Das Arschloch. Ja, und da sitze ich nun und erzählt euch diese Geschichte. Wie sie geendet hat, ist ja ganz einfach. Dr. Haas hat den ganzen Hund verspeist. Er ist tatsächlich auf mich zugerannt und ich habe gedacht, ja, mal gucken, in meinen Bauch passt einiges rein. Ja, ist ja auch nicht der größte Hund, so ein Schäferhund, so ein Ausgewachsener. Kippe ich mir hinten rein. Also ja, in dem Fall vorne rein. Und ja, da ist er nun und lebt in mir. Aber was gebe ich dem zum Essen? Das ist die Frage, frage ich euch. Tschüss.